So Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted. Wir sind hier gerade am Campen und wollen unseren Bruder Sam irgendwie einholen. Allerdings gestaltet sich das gerade ganz schön schwierig. Aber vielleicht... Mein Gott. Ich... Okay. Noch ein paar Leute abschicken. Okay. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe da irgendwo tierisch den Wurm drin. Mir hätte es ja in der Folge davor schon nicht richtig gelungen. So. Nächster Versuch. Wir geben Gas. Ich gebe mein Bestes. So, jetzt haben wir wenigstens mal ein Auto aufgeräumt. Ein neues Auto! Zack. Okay. Das ist sau schwer, Leute. Ehrlich wahr. Ich würde es echt besser finden, wenn er sich so langsam hinzieht. Jawohl. Immerhin sind wir jetzt noch nicht ganz K.O. Oh, so weit waren wir noch nie. Oh, hoffentlich können wir da noch was dagegen machen. Ah, ich sehe schon mich wieder sterben. Der ist auch noch gar nicht tot. Grützi Fünferl. Aber immerhin haben wir es jetzt mal auf diesen Drecks-LKW geschafft. Und den haben wir auch weggeschossen. Es sind halt dann doch noch einige, die hier beide laden nach. Also das geht für zu meinen Gunsten aus. Nichts wie weg, Nate. Was soll ich machen? Okay. Meine Fresse, ist das aufregend. Also den Hammer. Den haben wir auch. Wir sind ein paar Motorrad-Junkies, die wir loswerden müssen. Wo ich aber nicht weiß, wie. Wo lang? Ich weiß gar nicht, ob ich alles richtig mache. Müssten nicht die mich verfolgen? So. Ah, da ist der Sam. Gott sei Dank ist der auch da. Wir müssen uns aufpassen, dass wir den hier nicht noch irgendwie verletzen mit unseren Aktionen. Hey Brüderchen! Okay. Komm näher! Ich versuch's! Komm näher! Okay! Spring rein! Der soll springen. Ich bin schneller! Diskutier nicht rum! Vorsicht! Oh weh! Oh. Okay. Das schaut nicht gut aus. Nein. Okay, wie komme ich hier raus? Also, klasse Verfolgungsjagd, Leute, oder? Ja, und jetzt? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Leute, ich komme hier nicht raus. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ah, hier. Bin ich denn überhaupt in welchem Teil vom Auto? Keine Ahnung, ne? Okay. Das war aber jetzt knapp, glaube ich. Wo ist denn der Sam? Oh, der ist dieses furchtbare Auto. Aber wir werden gerettet. Wir werden gerettet, Leute. Okay, einer fährt, einer schießt, wie es ausschaut. Also, das Spiel ist echt mehr. Oh, habe ich einen Fehler gemacht? Als Action geladen. Okay, nochmal.
Okay. Ich hasse den Laster auch, ja. Das war wieder nix. Aber ich schieß doch schon wie ein Wahnsinniger auf das Ding. Hä? Was muss ich denn machen? Ich schieß doch schon. Oder gibt's eine bestimmte Stelle, auf die ich schießen muss? Sieht aber mal voll, ich kann ja nur noch auf den Motor. Ah ja, okay. Weiß auch nicht. Ich, keine Ahnung, warum es mal geht und mal nicht. Ich baller da raus, was drauf ist. Das Ding hat auch unlimited Munition und jetzt ist dieser scheiß Laster endlich mal kaputt. Welch ein Glück. Welch ein Glück. Alles klar? Ja. Da schaut der Lagerarbeiter oder der Werftarbeiter. Also Action pur in dem Spiel. Okay, die Luft ist rein. Ja. Okay. Prodeus Quod Licentia. Sieht wie ein Monogramm aus. Für Gott und die Freiheit. Das ist ihr Motto. Die vielen Paradieshinweise. Wie konnten wir das übersehen? Na, wie ich sehe, seid ihr zwei okay. Viel besser als okay. Wir haben Libertalia gefunden. Lieber, was für ein Ding? Libertalia. Wie es scheint, begründete Avery die legendäre Piratenkolonie. Eigentlich war es eher ein Piraten-Utopia. Ja, okay. Und der Schatz? Nach den Erzählungen bot dieser Ort Unterschlupf für Hunderte, vielleicht Tausende Piraten. Und sie haben alles geteilt. Ihren Besitz, Ressourcen. Geld? Und sie haben es alles in einem großen Schatzhaus aufbewahrt. Okay. Und? Wo ist diese heilige Stätte der Kommunistenpiraten? Genau hier. Diese Insel. Gleich nördlich von Kings Bay. Und Rafe hat eine Kopie davon. Ja, aber bis Rafe das verstanden hat, sind wir längst auf dem Weg nach Libertalia. Ich sag's dir, dieser Schatz gehört so gut wie uns. Oh, Mist. Wie läuft der Job in Malaysia, Nate? Du bist wohl vom Kurs abgekommen. Oh, Beziehungsstress. Ist nicht so, wie es aussieht. Wirklich? Denn es sieht so aus, als wärt ihr auf der Suche nach Henry Averys verschollenem Schatz. Und bei den vielen Shoreline-Soldaten, die in der Stadt rumlaufen, seid ihr doch bestimmt nicht die Einzigen, die danach suchen. Okay, also... Es ist wohl doch so, wie es aussieht. Aber ich kann das erklären. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an. Nur zu. Also zuerst mal, das ist Sam. Sam Drake. Mein Bruder. Hi. Tut mir leid. Ich dachte, er sei in Panama im Gefängnis gestorben. Aber da lag ich offensichtlich falsch. Er saß 15 Jahre lang da drin, und das meinetwegen. Und der Typ, der ihn rausgeholt hat, will viel Geld. Und zurückzahlen können wir diese Schulden nur mit Averys Schatz. Aber wir haben ihn gefunden. Er ist auf einer Insel vor der Küste. Okay, hör auf. Gab es... jemals einen Malaysia-Job?
ich... Ich... Okay. Komm schon, warte. Elena, warte! Ich verstehe das einfach nicht. Hey, ich wollte es dir erzählen. Mir reicht. Das wollte ich wirklich, aber wie sollte ich? Es einfach sagen? Ich musste dich... Ja, Elena ist gut angepisst. Du hast dich einfach nicht getraut, es mir zu sagen. Schon wieder. Ich wusste, dass du so reagierst. Wie würdest du reagieren? Du hast mich angelogen. Wochenlang. Wärst du tot, hätte ich davon nicht mal was erfahren. Und jetzt hast du einen Bruder. Wer bist du? Komm schon. Ich bin's. Komm schon, ich bin's. Diesmal ist es anders. Oh mein Gott. Ich muss ihn retten. Der Schatz ist mir vollkommen egal. Dein Gesichtsausdruck, als du in dieses Zimmer kamst. Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich anzulügen. Mein Flugzeug wartet. Mach du, was du tun musst. Hey. Hey, was machst du? Lauf hier nach. Wir sind hier noch nicht fertig. Vielleicht wären wir das besser. Was meinst du? Dass es vielleicht einen klügeren Weg gibt, Sam zu retten. Und der wäre? Wir besorgen ihm eine neue Identität. Wir lassen ihn irgendwo untertauchen. Ich hab Kontakte. Er saß 15 Jahre im Gefängnis. Er wird nicht untertauchen. Okay, gut. Lauf du deiner Frau nach. Sam und ich gehen nach Libertalia. Ohne mich? Komm schon, du bringst euch beide um. Wirklich? Junge, ich mach das hier schon verdammt lange. Ich glaube, ich komme schon ganz gut allein. Hey, du willst helfen, Sullivan? Hab ein Auge auf sie. Ja, da gibt's Ärger in der Familie Drake. Wie du meinst. Toller Fernseher im Hintergrund. So einen hatte ich auch mal. Als Kind. Kann ich dir irgendwie helfen? Geht schon. Pack deine Sachen. Ja, Kapitel 12, auf See. Na, da spielen wir noch ein paar Minuten. Land in Sicht. Na, was sagst du? Ah, ziemlich cool. Übernimm mal das Steuer. Weißt du... Diese ständige Herumlaufen und Überleben um Haaresbreite. Wir haben uns nie Zeit genommen. Einfach mal zu genießen. Wie weit wir es gebracht haben. Hm? Sic parvis magna. Sic parvis magna. Ja. Hör zu, kleiner Bruder. Sie kommt drüber weg. Bei diesem Schatz, wer würde das nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich es diesmal einfach zu weit getrieben. Ich dachte, es wäre größer. Ja, tja, das ist definitiv der richtige Ort. Ich schau mal, wo wir an Land gehen können. Okay. Oh, na ja. Immerhin ist da eine Insel, stimmt's?
Immerhin ist da eine Insel. Such nach irgendwas Menschengemachtem. Du meinst von Piraten gemacht? Alles klar. Dann schauen wir mal, was wir hier so Schönes sehen. Naja, vielleicht ist Libertalia ja eher sowas. Eine kleine Hütte am Strand. Schaut jedenfalls cool dort aus. Oder Avery hatte sein Vermögen für die Schatzsuche verbraucht. Und nichts mehr übrig, um Libertalia tatsächlich zu bauen. Was von Menschenhand gebaut. Beide lieber ein Versteck. Ruhe. Da ist doch was von Menschenhand gebaut. Das ist eindeutig von Menschen gemacht. Von Piraten gemacht. Alles klar. Dann parke ich mal hier. Und dann gucken wir uns mal das da an. Ist ja mal wieder ein Turm. Finden wir einen Weg zum Turm. Ja. Sehr schön mit Treppen. Schaut schick aus, die Insel. Da mit einer Höhle, oder? Doch, das ging ja bis jetzt ganz gut hierher. Bin ja nahezu begeistert. Aussichtsturm. Na, da gehen wir gleich mal rein, oder? Von da oben aus ja was. Wir haben schon ewig keinen Schatz mehr gefunden. Na, dann schauen wir mal, was hier oben los ist. Kann der das Fenster eintreten? Nee, wo müssen wir hin? Da hin. Ah, vielleicht, warte mal, eher zurück, oder? Oh. Das war so nicht geplant. Wir müssen da hoch auf die Leiter. Aber wir müssen mal schauen, ob wir das von außen noch wegtreten können. Nee, da kommen wir gar nicht hin. Hoppala. Na gut, dann nochmal darauf. Kann er das nicht kaputt treten? Das schaut so aus, wenn wir da einmal schön. Nee. Na, was mache ich denn? Genau, darauf. Und kann ich da so rüberspringen? Jawohl, alles klar. Und muss ich da überhaupt drauf? Nein, doch verdammt, bleibst du da oben? Sehr schön. Seb, hier lang. Und nun? Nun wird wieder gehangelt. In welche Richtung? Ah, hier. Alles klar. Alles klar. Oh nein, was mache ich? Oh, verdammt, ich Dotterkopf. Was macht er denn? Ich will doch nur darauf. Und nu? Sind wir da oben? Ist ein Hinweis? Ja, sehr gut. Was sich hinter diesem Hinweis verbirgt, das erfahren wir in der nächsten Folge. Also, wer es sehen will, einfach wieder reinklicken. Würde mich freuen. Bis dann, noch einen schönen Abend, guten Morgen, gute Nacht, was auch gerade immer ist. Ciao. Sehr